Sie gehen ja auch auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr ein. Sie erwähnen aber das Wort Krieg nicht in Sachen Afghanistan zum Beispiel. Befinden sich die deutschen Soldaten im Krieg in Afghanistan? Zwischen dem, was völkerrechtlich Krieg ist und dem, was wir Frieden nennen, gibt es ein breites Feld von unterschiedlichen Nicht-Frieden und nicht-völkerrechtlich Kriegssituationen. Herr Bartels, Sie sagen ja gerade, der Kernauftrag der Bundeswehr ist die äußere Sicherheit. Hallo? Und dass die Bundeswehr personell am Limit ist und dass es immer mehr Bundeswehreinsätze im Ausland gibt. Nun fordern Sie ja mehr Personal. Wie kommt es denn, dass Sie gerade im Interesse der Soldaten nicht weniger Auslandseinsätze und Kriegsbeteiligung fordern? Die Bundeswehr hat einen Sollumfang von 185.000 Soldaten. Der ist nicht mal erreicht. Also schon das wäre eine Entlastung der Soldaten, die heute in der Bundeswehr dienen. Und ich glaube, es ist nicht der Job des Wehrbeauftragten, die Auslandseinsätze der Bundeswehr zu regulieren, sondern darauf zu achten, wie die Bundeswehr dafür aufgestellt ist, die Aufgaben, die Regierung und konstitutiv das Parlament der Bundeswehr übertragen, also wie die Bundeswehr diese Aufgaben erfüllen kann mit dem, was ihr zur Verfügung steht. Und da komme ich zu dem Ergebnis, es steht ihr zu wenig zur Verfügung. Zusatz. Na gut, aber im Interesse der Soldaten sprechen Sie ja trotzdem. Wie sehen das denn die Soldaten? Möchten die in jeden neuen Auslandseinsatz oder finden die es problematisch, dass es immer mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr gibt? Nein, die Soldaten sind professionell. Sie sind, als sie in die Bundeswehr eingetreten waren, sich sicher gewesen, dass Auslandseinsätze dazugehören können. Das ist nun seit ja, fast 25 Jahren der Fall. Also Balkan seit Mitte der 90er Jahre, vorher schon Somalia, Kambodscha. Also das ist keine Überraschung für die Soldaten. Und die Auslandseinsätze sind sehr unterschiedlich. Also Marineeinsätze zur Bekämpfung von Piraterie bis hin zu Antiterroreinsätzen, wie wir es jetzt in Syrien und Irak erleben. Also die Soldaten stellen die Einsätze in keiner Weise in Frage. Jedenfalls nicht in den Gesprächen, die ich geführt habe. Sie gehen ja auch auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr ein. Sie erwähnen aber das Wort Krieg nicht in Sachen Afghanistan zum Beispiel. Befinden sich die deutschen Soldaten im Krieg in Afghanistan? Zwischen dem, was völkerrechtlich Krieg ist und dem, was wir Frieden nennen, gibt es ein breites Feld von unterschiedlichen Nicht-Frieden und nicht-völkerrechtlich Kriegssituationen. Ich halte wenig davon, sozusagen hier Fahnen hochzuziehen, zu sagen, also wenn wir von Krieg reden, dann werden wir in der Sache erst gerecht. Aber klar, sozusagen ist es ein Kampfeinsatz in Afghanistan gewesen bei der ISAF-Mission. Das ist jetzt eine andere Mission. Beratung, Ausbildung, Unterstützung, aber nicht mehr mit eigenem Auftrag operativ tätig zu sein. Was wir in Syrien und im Irak erleben, ist ganz offensichtlich Bürgerkrieg. Aber die Bundeswehr ist im Irak, wo sie Ausbildung macht, keine Bürgerkriegspartei.